Tag, meine Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Alpha Saphir Egglock Edition, meine Friends. Woo! Wird nicht denken, wir Part Nummer 10, Leute. Wir haben das erste Jubiläum dieses Projektes erreicht und... Bah, was hatte ich da im Mund und im Gesicht, ey? Ich hab keine Ahnung und... Wow, mein Fenster ist weg. Da bin ich wieder. Mo, was ging da ab, ey? Anyway, ich hatte mich schon gewundert, warum ihr Chaoten so lange braucht, um einen mickrigen Koffer zu klauen. Ja, Leute, Big Boss Adrian ist in der Hood. Seine Friese sitzt, seine komischen schwarzen Balken hier. Keine Ahnung, was es darstellen soll, aber er ist cool, er ist der Anführer. Und ja, schon gewusst. Ja, was habe ich gewusst? Ist cool. Bingo, Bingo! Alles klar, Menschen und Meere. Er ist Pirat, Leute, er ist Pirat. Ah, der sucht auch das One Piece. Und ich habe gehört, er kann seinen Arm verlängern und es heißt Monkey D. Adrian. Monkey D. Adrian, Leute. Wer kennt die nicht? Wer kennt die nicht? Wer kennt die nicht? Ihr habt gehört, auch ein Anime und ein Manga und all sowas. Es läuft gut, das Geschäft. Ich verdiene sehr gutes Geld, überquere die Weltmeere und bin als Cosplayer seit 8 Jahren aktiv. Und los, ihr Blindgänger, wir müssen weiter. One Piece! One Piece! Was waren das für komische Vögel? Wie heißt du nochmal? Zero, ich hoffe, du bist nicht so abgedreht. Nee, 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 ich doch nicht. Ich bin ganz normal. Eierlaub! Was? Und ja, bis gleich! Oh, hallo zusammen! Husten! Bah ja, ja, komm her, das ist ganz normal, das macht jeder was, ne? Und ja, und hier ist der Koffer. Also hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresabgrund. Alles klar. Und ich komme den Dokumentarfilm hier im Fernsehen an. Oh, was läuft denn heute? Heute läuft die Reportage über die MS Anne. Wunderbar, meine Friends. Und es geht weiter hier. Und... Ah, Leute, 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 Leute von heute. Ich bin einfach... Keine Ahnung, ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Diese Community ist einfach das Beste, was mir je passieren konnte. Genau, Opa, ich liebe dich! Was? Du magst mich nicht? Was? Bitte? Was soll das denn heißen? Anyway, guys, wir sind auf der Suche nach einem neuen Ei. Pot. Hey, da drüben ist Sina und Xablu. Wow, 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 es wird fabulous. Ich würde sagen, Leute. Wir sind im Girls-Clara-Modus jetzt. Oh, hallo zusammen. Mein alter Xablu und meine Wenigkeit sind hier zur Wettbewerbshalle von Grimpel City gekommen, um ordentlich Spaß zu haben. Dann wollen wir keine Zeit verlieren. Lass uns auch heute wieder sofort loslegen. Oh ja. Jetzt geht's rund! Yo! Gleich fliegen hier die Funken! Wow, klasse! Was am Mikrofon kaputt gehauen? Ja, rund, 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 rund! Nein, nicht nur, mal dreh ich mich nicht. Dreh höchstens meine Mütze nochmal für dich, aber... Au! Xenias wunderbare Talentsuche! Xenias Supertalent, oder was? Xenia kann lieber hier... Ne? Alles klar, ich verpiss mich. Leute, ich hab dazu keine Lust. Ich habe kein Talent und ich habe auch keine Friese mehr. Was ist da los? Was ist da los? So, schon besser. Es sieht nach irgendwas wieder aus. Egal. Mir ist das scheißegal, wie ich aussehe. Mir ist das wirklich scheißegal, wie ich aussehe. Deswegen mal sehen. Ich suche Talente. Hier, ich habe Talente. Oh ja, genau. Wunderbares Gesicht. Hallo. Ja, genau. Gleich nach dem Aussehen bewerten, ne? Alles klar. Gar nicht oberflächlich oder so. Wisst ihr was? Ich werde zur Talentsuche nur so hingehen. Mit meiner Eishockey-Maske, genau. Wunderbares Gesicht hast du. Genau, wunderbar. Ja, schon wieder kaputt gemacht. Egal, 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 egal. Scheißen wir drauf. So, vor der Kamera, nicht mal geschminkt oder sowas hier. Sieht total scheiße aus. Aber egal, kommt erstmal ins Fernsehen hier. Ein Blick auf die Augen von Zero verrät, dass er echt ein schwacher Trainer ist. Er ist 2 Jahre. Und dabei ist dieses Spiel schon fast 2 Jahre draußen. Du bist echt schlecht. Wettbewerbe, Wettbewerbe, Leute. Sollen wir Wettbewerbe machen? Schreibt es in die Kommentare, würde ich sagen. Dann. Ja, okay, oder auch nicht. Doch, doch, schreibt es mal in die Kommentare. Oder auch nicht. Oder schreibt es mal in die Kommentare, Leute, würde ich sagen. Dann können wir auf jeden Fall sehen, ob wir das oder ob ihr dazu Bock habt oder nicht. Ob ich so ein Wettbewerb machen soll als Special Part oder nicht. Von daher, was wollt ihr jetzt noch tun? Ich habe keine Ahnung, was sie tun wollen. Ich weiß, was ich tun werde.
Genau, klatsch, klatsch. Oh, du bist so süß, Xenia. Ei, 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 ei. Und jetzt rennt der Kameramann einfach weg. Weiß der Geier warum. Keine Autogramme, kein nix für die anderen. Achso, die Männer laufen halt hinterher. Oh, Xenia, ich will ein Kind von dir. Genau, so läuft's ab. Nee, ich möchte kein... Kriegen wir nicht ein Pikachu geschenkt? Oh, Leute. Ein Pikachu, wär das Hammer. Das wär Hammer. Boah, Ktü, Ktü, Klü, Klüsch. Das wär geil. Das wär ehrlich geil. Wollen wir so ein Pikachu uns ins Team holen? Weiß ich noch gar nicht. Wäre ein Elektro-Pokémon. Könnten wir auf jeden Fall gebrauchen. Bevor hier irgendwas schief läuft, ich weiß nicht, ob ich aufgehalten habe. Wenn ich es schon gemacht habe, dann tut's mir auf jeden Fall leid. Dann mache ich es jetzt nochmal. Für unnecessary reasons. Aber ihr kennt mich. Ich bin halt unnecessary, Leute. Und dann gehen wir gleich weiter hier, würde ich sagen. Ich bin auf jeden Fall wieder krass, dass ich zwei Parts aufnehme. Eigentlich wollte ich vorgestern noch zwei Parts aufnehmen, habe dann aber was nicht ganz so Schönes gehört hier zu Hause. Hab dann leider die Aufnahme abgebrochen, weil ich einfach dann keine Lust mehr hatte, weil das war eigentlich eine Nachricht, die... Naja, dann wollte ich auch nicht mehr aufnehmen. Da hatte ich auch keine Lust mehr zu, dann wollte ich eigentlich gar nichts mehr, Leute. Ich wollte eigentlich nur wissen, was da los ist. Und ja, keine Ahnung. Ich will es auch eigentlich gar nicht verraten, weil es eigentlich nicht nach YouTube gehört. Und deswegen werde ich auch nicht drauf weiter eingehen. Auf jeden Fall ist mir sofort die Lust an Aufnehmen vergangen. Und ja, deswegen kam vielleicht der Part gestern ein bisschen später. Wenn ich noch alles geregelt bekommen habe, wird er wahrscheinlich zu normaler Zeit kommen. Ihr werdet nichts gemerkt haben, aber... Eigentlich habe ich da schon ziemliche Probleme gehabt an dem Tag. Und Säure, das macht gar nichts. Oh, macht doch ein bisschen Damage. Der Baumvolltreffer, wollte ich gerade sagen. Er ist so viel Damage mit Säure. Schon sehr merkwürdig. Bam. Hey, soll ich das Pokémon schwächen? Aber nur vielleicht. Ja, vielleicht sollen wir es tun, bevor wir noch mehr Geld verlieren. Das ist so orange Kotze, ey. Was ist denn das für ein Scheiß? So, mal eine Finte soll das Ding eigentlich überleben mit ungefähr rotem Bereich. Ja, easy peasy, würde ich sagen. War gut predicted hier. Der gute alte Zero, der weiß das. Der hat, da stand auf dem Eis hier drauf, Leute. Prolac Placement, wisst Bescheid. Nee, aber keine Ahnung. Das schätzt man einfach so grob ab, so. Ja, Pokémon Level, Attackenmodus, Stärke ungefähr. Ja, könnte roter Bereich sein. Deswegen, das weiß man so ungefähr. In Wi-Fi-Welt bin ich leider noch nicht so pro. Da haben auch viele in die Kommentare gehauen, dass ich doch bitte live Wi-Fi-Battles aufnehmen soll. Weil sie doch ganz gerne meine Reaktion und alles da drauf haben wollen. Und sehr gerne könnt ihr das haben. Wird wohl mit dem nächsten Wi-Fi-Battle dann jährlich kommen, wenn ich mal Zeit habe zum Aufnehmen. Und wir haben einen Mirapla registriert. So, würde ich sagen, tauschen wir das Mirapla gleich gegen ein Ei aus. Und das wird das Ei der Episode sein, meine Freunde. Ich hoffe, es wird nicht das Ei sein, was nicht schlüpft. Weil wir haben auch ein Ei, was nicht schlüpfen will. Das ist auch sehr doof. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare abstimmen, Leute. Wollt ihr, dass Pikachu ins Team kommt oder wollt ihr es nicht? Es ist ein besonderes Pikachu. Wie gesagt, es ist dieses Cosplay-Pikachu. Nehmen wir mal das Ding hier. Tauscht es gegen das Mirapla und freuen uns einen Keks. Deswegen, das ist euch überlassen, ob ihr es in einem Team haben wollt oder halt nicht, Leute. Deswegen, wir werden erstmal jetzt noch ein paar Battles machen, würde ich sagen, hier auf der Route. Vorwiegend voranstreiten, der Rivalenkampf kommt ja auch noch. Und da muss Mandragoras und alles eigentlich ready sein für das. Und hier kommen wir nicht weiter, oder? Malvenfroh, Päuschen, okay. Geht doch weiter, alles klar. Da streckt sie die Hand so aus, so, hey, nimm mich mit. So, per Anhalter fahren oder was da gewascht geht da bei der App. Und wir sind vergiftet. Ich hätte fast hier mit dem falschen Pokémon gekämpft. Wir kämpfen mit M. Mit M haben wir längere Zeit nicht mehr gekämpft. Deswegen wird es mal wieder Zeit für... M-Power. Oh mein Gott, ihr Zeitschriften. Und ist es eine Lehrerin? Poke-Fan, yo. Sie ist ein Fan. Wir sind ein M. Ich würde sagen, M mit Rasieren. Rasieren, M. Nach Nebelmel. Kaputt, Mut. Macht nicht viel Damage, Manage. Funkensprung, es macht Damage.
Ich hab Angst. Ein Crit und wir sind am Arsch. Egal, no risk, no fun. No risk, no fun, guys. So ist mein Motto. Steiger nicht jeden Angriff oder so, dann wäre ich ausgerastet, ey. Funkensprung. Bitte nicht töten, bitte nicht töten. Mein Herz! Mein Herz! Ich muss es töten jetzt. Danke. Oh Gott! 4 KP! Mein Herz, Leute, mein Herz. Konfu-Strahl. Nee, das brauchst du nicht eben. Du brauchst keinen Konfu-Strahl. Hat aber gute Erfahrungspunkte gebracht. Und Madox ist Level 13. Minun. Müssen wir auch wechseln. Dann müssen wir Panein wechseln, auch wenn das Typ Flug ist. Ich weiß, es schlägt das Matchup. Oh, man kann überlegen. Wir müssen mal ganz kurz hier den Angriff von Spezialangriff abchecken, was mehr Damage macht. Entweder Glut. Oder halt. Oh, ne. Eindeutig Ruckzuckib, oder? Obwohl. Ruckzucki kriegt 20 Stamina. Ja, okay, so haben wir vielleicht die Chance noch, falls wir irgendwelchen Heuler-Scheiß abbekommen, mehr Damage zu machen. Mach Ruckzuckib. Oh, der Damage ist minimal. Ey. Wechsel dich. Was ist das denn? Voller Hütchenspieler. Achso, ich habe jetzt eine Sinelbeere. Ja, ist gut. Finde ich nice. Zugabe. Was ist das für ein Pokémon, ey? Das supportet ja mich im Gegensatz zu ihm. Hm. Oh oh. Oh, das macht gar nicht so viel Damage, wie ich dachte. Ich hatte schon richtig Angst gekriegt eigentlich. So, oh shit. Jetzt kommt der Damage. Ah, dieser Damage war unter der Schleute. Und Level 20 für Pan. Nice. Und wir sind Level 21 mit Razor. Razor ist auch schon zu overlevelt. Der muss eigentlich auch auf die Box. Auf die ich... Razor ist tot, was laber ich da? Razor ist tot. Du musst begraben werden, Junge. Du musst auf keine Box. Du musst begraben werden, Alter. Oh mein Gott. Funkelt das nicht irgendwo? Das will ich nochmal sehen, nochmal. Hä? Wo funkelt das denn? Das hat damals sowas aufgeblinkt. Ich komme mal jetzt in die Ecke. Hä? Was? Wie geht das nochmal? Ich kurz mal zur anderen Säcke. Hier hat da was geflinkt. War das richtig? Nö. Uah. Unterm Tisch war der. Wusste ich gar nicht. Rätst du, wer ich bin? Bin der Mann aller Geheimnisse. Ja, ich bin Mr. Mythos, Rätselmeister. Yo! Okay, was jetzt? Ich soll hinter die Schriftrolle treten. Und ein Fluchtsalat leicht bekommen. Klasse. Aber, Leute. Son Goku, momentane Teleportation, Leute. Habt ihr es gesehen? Wir gehen einfach mal in ein fremdes Haus rein. In ein Loch in einer Wand. Wo er einen Wald hat mit kleinen Kindern drinne. Sam's Legit. Okay, Doki, viele Items. Geschummelt. Gewonnen! Nee, vielleicht geht das nicht. Ich kann überlegen, wie viel Zeit ich noch habe. Ich glaube, ich werde den Part heute jetzt hier beenden, Leute. Ich weiß nicht, wie lang der Part ist, aber ich muss leider aufhören. Nee, ich hatte mir das Oh, People, da bin ich wieder aktiv hier bei dem komischen Rätselmeister. Ich habe mir gedacht, ich werde gleich noch ein Pre-Intro... Oh, ich habe gar keinen Zerschneider. Vergesst es, Leute. Ich habe gar keinen Zerschneider. Was soll ich hier? Was soll ich hier? Nichts. Absolut nichts. Aber hier ist irgendwo der Rivalenkampf, das weiß ich. Ich glaube, der ist nach dem Trainer hier. Den werden wir heute auf jeden Fall machen. Wir haben jetzt erstmal gegen Frieda Bieber. Frieda Bieber mit deinem Portiana, Männer. Mit unserem MM sind wir angeschlagen. Gar keine Frage, sie ob wir angeschlagen. Wir sind schon halb tot. Wenn es zur Verfolgung kommt, ne? Das wäre
So. Aua gewesen einfach. Nee, nee, er boostet sich lieber erstmal hoch, damit er uns echt schön töten kann. Ich hab jetzt schon Angst. Nichts an Damage. Nichts an Damage haut der Junge raus. War ich mit mehr gerechnet. Aber okay, das Pucciana ist down. Paar kriegt ein paar seiner Pay. Und Stolunio kommt rein. Bleiben wir auch drinnen. Stolunio ist so ein geiles Pokémon, Leute. Ich finde das so nice. Aber sieht süß aus. Seine Entwicklung ist mega stark. Und keine Ahnung, es ist einfach voll cool. Obwohl, Vielfachschwäche Kampf ist schon echt hart. Oh Mann, ey. Aber damals dachte ich halt immer, dass der Typ Megastahl ist, weil Feuerattacken waren damals nie sehr effektiv gegen das Ding. Und dann habe ich gemerkt, oh, das Ding ist Feuergestein. Wow, wirklich, wie kreativ. Aber mega chillig, dieses Ding einfach, ey. Und M ist Level 20. Bald weckert sich das Ding. Frizzle Blitz. Können wir da wechseln? Auf was? Es ist alles tot, Leute. Es ist alles tot. Mit ganz viel Glück kassieren wir gleich noch einen Funkensprung. Und wir werden sterben. Deswegen heilen wir uns erstmal hoch, würde ich sagen, bevor wir irgendwas hier machen. Ruckzucki. Das. Unterirdisch der Damage. Unterirdisch. Blut. Ist locker tut, das freut mich. Das ist doch was Schönes. Machen wir nochmal Gluten und was ist das? Badam, badam, badadam. Badam, badam, badadam. Na, na, na. Und Level 14. Und Level 12. Und Geduld. Nein, geduldig noch, King. Du kannst bald kämpfen. Eigentlich kann ich ihn jetzt schon kämpfen lassen, ne? Eigentlich können wir ihn jetzt schon kämpfen lassen. Bei dem Movepool. Bei dem Movepool, Leute. Ich hab Angst, ey. Ich hab Angst, dass mein kleiner King stirbt. Das ist mein kleiner T-Rex. Leute, der darf nicht sterben. Der ist voll süß. Deswegen passe ich auf den auf wie auf mein eigenes Kind. Und Madoxe ist einfach noch... Kann doch nix. Soll er machen. Er wird geschlagen von dem Gegner. Soll er sagen, ja, Zugabe! Zugabe! Noch ein Schlag! Noch ein Schlag! Oder hier, er wird geschlagen. Dann macht er... Plahatscha! Plahatscha! Was hat er noch? Oder er wird geschlagen und... Charm! Nee, das ist doch kein Pokémon, Leute. Das ist noch ein Windbeutel. Der muss erstmal trainiert werden. Aber ich werde das Team so, wie es ist, und Sora werde ich jetzt ablegen, wie gesagt. Wäre der Edge mitnehmen zum Kampf, obwohl wir nur zwei fähige Pokémon haben, die kämpfen können. Ich weiß nicht, ob ich mein Panpyro-Ding lieber mitnehmen soll oder nicht. Das erste Poké-Totemon. Was habe ich gesagt? Das erste Poké-Totemon? Was? Was zur Hölle ist mit mir verkehrt, ey? Ja, nehmen wir noch was mit hier. Level 1, Level 1, Level 1. Soll ich es in der Hinterhand behalten? Das Ding ist Level 18. Das heißt, das Ding ist schlechter als alle anderen gerade fast. Ich nehme es einfach mal mit, Leute. Ich nehme es einfach mal mit. Ich glaube, dass der erste Bricks-Kampf mit einem Walmer ist vorne. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, es war damals so. Ich habe bloß richtig Angst, dass das Walmer uns kaputt klatscht. Aber no risk, no fun, guys. Was laber ich da? Wir haben Robustheit. Wir brauchen kein no risk, no fun. Wir werden eh nicht getötet beim First Hit. Das heißt, wir machen gleich... den Sweep. Push. Und der Sweep, Leute, sieht wie folgt aus. Erstmal kommt ein Zickzacksgeheule. Und dann geht's los. Und dann haben wir ein Schlurburg. Flieh mal bitte. Dankeschön. So, Leute, Standing Ovation hier. Das Debüt für King. Gegen Bricks. Jetzt! Hey Zero, was geht ab? Ich bin gerade hier dabei. Ja, mein Vater, ach, was willst du? Willst kämpfen gegen mich? Was? Jetzt gleich sofort, aber genug davon. Wenn wir uns schon begegnen, sollen wir auch kämpfen. Zeig mir mal, wie stark du auf deiner Reise geworden bist!
Man zeigt nicht auf den nackten Finger mit angezogenen Leuten. Was laber ich da? Andersrum, man zeigt nicht mit dem Finger auf angezogene Leute. Egal, ihr wisst, was ich meine. Man zeigt... Es fängt mit Knilz an. Er fängt mit Knilz an. Wollen wir gleich offensive gehen oder boost, 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 boost? Wir gehen boost, 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 boost. Deswegen ist es 18. Scheiße. Ich rieche einen Gigasauger. Aber egal, ich rieche einen Drachentanz. Megasauger erstmal. Der Damage ist in Ordnung. Wir machen ein Dragon Dance. Wir gehen up high. Wir machen noch ein Dragon Dance. Drachentanz! Es kommt Stachelspore. Nein! Hättest du nicht einfach irgendwas anderes machen können und nicht mein Init verkrüppeln können, mein Freund? Das ist scheiße! Supertrank, Sprudel, Siegelbeere. Habe ich was? Yonago, wäre das gegen Para? Nein, das ist gegen AP. Ich habe nichts! Gegen Paraheiler! Success! Ja, Para heilen uns. Kriegen die Egelsamen ab. Jetzt müsste ich schon Angst haben, anzugreifen eigentlich. Deswegen heilen wir es hoch. Aber das Ding ist, wenn wir jetzt hochheilen... Wir müssen jetzt hochheilen, sonst sterben wir nämlich gleich. Der Trank beginnt ganz noch 20. Das heißt, wir sparen jetzt ganz genau einen Trank für den Move hier. Wir kriegen jetzt eh eine Stachelspore oder Megasauger wieder ab, Leute. Stachelspore. Okay. Das ist okay. Das ist okay, Leute. Das ist vollkommen in Ordnung. Er kriegt seine MP durch Egelsamen. Aber dafür one-hitten wir ihn jetzt eiskalt mit unserem guten Feuerzahn. Oder Eiszahn. Was soll ich machen? Ich mach Feuerzahn. Sieht cool aus, oder? Mega sauber. Scheiße, er ist schneller als wir noch. Sollte locker easy. Ja gut, Kingboy. Sicher, dass du das alleine schaffst? Ich glaube nämlich nicht. Wir holen mal deinen großen Bruder her, würde ich sagen. Sarok! Zeig mal, auf welchem Holz du geschnitzt bist. Kopfnuss. Jetzt wird er aktiv hier, oder was? Jetzt wird der Junge aktiv hier, oder was? Feuerschlag. Ins Gesicht, ey. Bam. Ja... Unser gutes Sporen wird. Nein! Ich hasse Knilz! Ich hasse Knilz! Der Remix ist geil, der gefällt mir. Morabel, Morabel, Morabel. Leute, wir haben nichts gegen Morabel, sehe ich gerade. Absolut nichts gegen Morabel, was ist das? Oh shit! M. M und M's, Leute. M und M's. Hoffen wir auf Nachtnebel. Wie viel Damage macht das? Wie viel Damage? 20. 20. Gesichte. Heute haben wir nicht Geschichte in der Schule, sondern Gesichte. Wegen einem Schreibfehler wurde dieser Attacke erfunden, Leute. So ist es. Geduld. Es ist... Nein. Kriegen wir es den Tod bis dahin? Ich muss es zum Schlafen bringen. Ich muss es zum Schlafen bringen, Leute. Speichert Energie. Nein, Leute, wenn wir die abbekommen, ne? Wenn wir die abbekommen... Oh, Success! Schade, schade, deine Energie ganz zu speichern, indem du erstmal runter pennst, mein Friend. Und das war der Nachtnebel auf Doom jetzt. Schläft tief und fest wie ein Baby. Nachtnebel, la 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 la. Nachtnebel, la 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 la. Und er ist aufgewacht und erzeugt keine Energie, da er... Ich will gleich rausgehen, Leute. Ich will gleich rausgehen. Ich will rausgehen. Und ich will neues Intro drehen für diesen Part hier, für Part 10, wenn ich das hinkriege. Level 21 für Bahn, klasse Sache. Sarok, Level 19. Flammenrad, würde ich nochmal sagen, ja klar, aber bei Feuerschlag auf keinen Fall. Kingboy, Level 13. Und Schneckmark. Bleiben wir drinnen. M kriegt das hin. Guck, wir sind vom Level her gar nicht mehr Overlevel, Leute. Zwei Level drüber den Viechern da von dem Gegner. Ist eigentlich voll in Ordnung. Mit einem Freehit. Steinwurf. Ist in Ordnung noch. Können wir noch tanken.
Außer kommt jetzt ein Critical Hit oder sowas. Nö. Aber warum hat das mehr Damage gerade gemacht? Das hat doch gerade mehr Damage gemacht, oder? Meint irgendwie schon. Aber egal, das Ding ist down. Wir haben Bricks besiegt, Leute. Und damit beenden wir auch heute den heutigen Part, Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben. Das ist für mich, die Community und natürlich den Kanal und das Projekt alles unterstützen. Und Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, I see you over. And out!